die Go News heute mit diesen Themen. BVB ist schon in Gespräch mit Bellingham-Nachfolger. Drohte Ronaldo mit der Flucht von der WM? Und darf Joao Felix jetzt doch wechseln? Wende im Fall Joao Felix. Wir erinnern uns, eigentlich hieß es ja immer, dass der Wunderknabe aus Portugal nicht zum Verkauf steht. Jetzt hat Atleticos Clubchef aber auf einmal die Tür zu einem Wechsel aufgemacht. Beim spanischen TV-Sender TVE erklärte Michel Angel Gilmarín, wie es zu diesem Sinneswandel kam. Zitat, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, ist die Beziehung zwischen Simeone und ihm nicht gut und seine Motivation ist nicht die beste. Interessenten soll es laut der Marke auch schon geben. Aston Villa hat wohl gute Chancen auf den 23-Jährigen. Der Stürmer sei angetan davon, in der Premier League zu kicken. Am Mittwoch hatten wir euch bereits davon berichtet, Jude Bellingham steht wohl kurz vorm Absprung zum FC Liverpool. Der Abschied von Schwarz-Gelb scheint unausweichlich. Kein Wunder also, dass der BVB bei der WM bereits auf Talentsuche geht. Laut der Sportbild hat es den Borussen Mohamed Kudus angetan. Grund dafür sind unter anderem dessen 2 WM-Tore für Ghana. Und der BVB verliert auch keine Zeit. Sebastian Kehl ist wohl schon im Austausch mit Kudus Beraterin. Dessen Vertrag bei Ajax Amsterdam geht noch bis 2025. Die Rolle als Bankdrücker scheint Cristiano Ronaldo echt zu verfolgen. Erst bei Manchester United und jetzt im portugiesischen Nationalteam. Aber nicht mit CR7. Der Bankplatz gegen die Schweiz hat den Superstar so gekränkt, dass er wohl kurz davor stand, überstürzt von der WM abzureisen. Das berichtet die portugiesische Zeitung Abola. Der Verband hat auf diese Meldung bereits reagiert und alles offiziell dementiert. Eine Sonderbehandlung wollte Ronaldo aber trotzdem, denn am Mittwoch sollte der Starstürmer eigentlich mit der Reserve trainieren. Darauf hatte er aber überhaupt keinen Bock. Stattdessen nahm er am Erholungstraining der Startelf teil, so ein Bericht der Marca. Wir halten fest, der 37-Jährige ist und bleibt einfach eine kleine Drama-Queen. Das waren die Go-News von heute. Was sagt ihr zum Move von Joao Felix, also Aston Villa statt Atletico Madrid? Und glaubt ihr, Ronaldo könnte bei weiteren Minuten auf der Bank noch das Handtuch werfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da und dann bis morgen.